Der Deutsche Bürgerpreis ist Deutschlands größter Ehrenamtspreis. Egal, ob man tätig ist in Schulen oder Vereinen, egal, ob man jugendlich ist oder schon älteren Semesters, jeder kann teilnehmen. Ein gutes Beispiel für ehrenamtliche Tätigkeit ist auch die Frau Habekost, die im letzten Jahr deutschlandweit den Preis gewonnen hat für ihr Lebenswerk. Die ist in Ussolz-Neva an der Gesamtschule Ost und hat dort wirklich viel bewegt. Die Kinder sind ihr besonders wichtig. Ihnen will Erika Habekost ein schönes Zuhause gestalten, ein Heimatgefühl in Osterholz schaffen. Sie engagiert sich für die Menschen und ihr Leben in Bremen-Osterholz. Kreativ, konsequent, kämpferisch, seit Jahrzehnten. Um das Gemeinschaftsgefühl, die Lebensqualität, die gute Nachbarschaft in Deutschland brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, solange es Menschen gibt wie unsere Preisträgerin. Ich glaube, dass ohne Ehrenamt manchmal wenig funktioniert. Und das ist auch genau der Grund, warum die Sparkasse das Ehrenamt stärken möchte und sich beim Bürgerpreis engagiert, weil das wirklich die Personen sind, die sich einsetzen und die Sachen nach vorne bringen. Die Sparkasse Bremen lobt für den regionalen Wettbewerb 10.000 Euro aus und die Gewinnerprojekte werden entsprechend dann mit dem Geldbetrag ausgezeichnet. So haben die Projekte die Möglichkeit, ihre Ideen weiterzuentwickeln und die Projekte auch so voranzubringen. Und auch für dieses Jahr können Sie sich noch mit Ihrer Vision beim Bürgerpreis bewerben.